Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin. Mit dabei sind wieder der gute Subchamp Aloha. und der Dauerzombie Sam. Und beim letzten Mal, seht ihr hier die Barriere, da sind wir da ja nicht durchgekommen und haben uns gefragt, wie kommen wir nur durch diese Barriere durch? Und haben dabei ja völlig übersehen, dass es hier tatsächlich noch etwas in der Nähe gibt, dem man Beachtung schenken sollte. Also man muss bedenken, wir haben ja schon vielen Pilzen Beachtung geschenkt hier in der Nähe. Und haben die dann natürlich eiskalt abgestückelt. Liegt aber daran, dass wir nicht mit denen reden konnten. Mit denen kann man aber reden. Und das tue ich jetzt auch. Sehr gut. Ein sprechender Pilz, das habe ich wirklich alles gesehen. Have you ever seen a dragon's pyjamas? A rat in a Sunday hat? No, Source Hunter. We do believe this life hasn't finished surprising you Drache im in the least. Schlafanzug. Ist okay. Was wisst ihr über die weiße Hexe? Well, that particular topic just happens to be our forte. We suppose we could start flapping our gills as easy as summer grass. But where would be the fun in that? We do so love a good brain teaser Oh, after all. Rätsel. And it just so happens we've a fresh batch. Perhaps if you can answer each and all correctly, Source Hunter, we might find the spirit to tell you everything you need to know about the White Du bist ja so ein Profi Witch. in Rätseln. Then again, it Ja, isn't nee. all fun and games. We hardly offer second chances to the beriddled. If you give us a single false answer, will clam up like morning glories at midnight. So, do you have what it Ah. takes? Wollen wir das Risiko eingehen? Na komm, du stellst dich doch heraus und du bist doch so ein Charakter. Ich bin ja mehr sneaky, aber du bist so ein Hau drauf, Stimmt. also. Better news than the Orc Queen misplacing her thumbscrew. But enough delays. Let us begin. Your first riddle begins thus. The Okay. ravenous brute tore down my chartreuse gown. Ripped out my silken hair by its roots, wrenched my children from me and fed me to the hogs. Who am I? Was? Der gefräßige Rohling zerfetzte mein hellgrünes Gewand, riss mir mein seidenes Haar mitsamt den Wurzeln heraus, raubte mir meine Kinder und verfütterte mich an die Schweine. Wer bin ich? Es ist eine Pflanze auf alle Fälle. Was wird denn an Schweine verfüttert? Ich Diese sehe nicht mal, Pflanzen. welche Antworten du hast. Ha. Also ich muss auch weiterklicken, oder? Ein Schaf wird es wohl nicht sein. Ja, Ein. was hat denn Haare? Eine Kornähre. Ein Kürbis hat keine Haare. Und bei der Kornähre, das Korn wird dann an Schweine verwittert. Die Ja, das hätte einzige ich auch Möglichkeit, wo die ich gedacht. sehe. Ja. An ear of corn. Ach, jetzt kannst du es sagen. That's Achso. right. An ear of Ja, ich würde corn das fits auch perfectly. sagen. Ich habe eigentlich gedacht, dass du Kürbis nennst, aber gut. Nee, naja, nee. Muss ich jetzt weiterdrücken? Hm, du musst weiterdrücken. Ach so, ja. Bravissimo! Corn indeed. Can you imagine a sheep in a chartreuse gown, a pumpkin with silken hair? The fantasies of a fool. Now, on to our second riddle. Ja, das werden wir And this sehen. one I cannot lie. I cannot lay, but only lie. Who? Er kann nicht lügen und sich nicht hinlegen. Ein Stein. Ja. Wie soll ein Stein lügen können? Ja. Ein Hexenmeister und Politiker machen ja überhaupt keinen A Sinn. stone. Du bist ja schon Politiker. That's right. A stone Ja, fits die können perfectly. zu gut lügen, glaube ich. You've done it again. I'm thrilled. I'm amazed. I'm liable to present the very last riddle. This one will blow Mann, your diese neck Pilze as sind echt long as. rätselgierig. Oh, das hast du einmal weggeklickt. Hä? Also muss ich nach oben gehen. Achso, mein Hals ist lang und doppelt so breit wie der Schwanz einer Kröte. Ich habe halb so viele Augen, wie es Jahreszeiten gibt. Ich bin bekannt dafür, dass ich im Fernosten Wirbelstürme verursache, nur weil ich 2 Minuten zu spät abhebe. Wer bin ich? Ein Flugzeug. Jetzt bekannt dafür, dass er Wirbelstürme verursacht, nur weil er 2 Minuten zu spät abhebt. Macht doch keinen Sinn für einen Schmetterling.
Mein Hals ist ein doppelt so weit wie der Schwanz einer Kröte. Ja, ich hätte gesagt, eher ein Mann. Das hat ein Mann mit einem Wirbelsturm zu suchen, nur weil er 2 Minuten später abhebt. Ich würde ja die Vetterfahne sagen. Ja, aber halb so viele Augen, wie es Jahreszeiten gibt, also 2 Augen. Okay, das macht auch Sinn. Ha. Huh. Nur weil ich 2 Minuten zu spät abhebe. Weißt du, du kannst ja deine Antwort nehmen. Ich versuch's mit der Wetterfahne. Wir müssen ja sowieso schnick, schnack, schnuck machen. What? No, the answer is clearly a man. Okay. Ja, wir machen es auf eure Weise. Ha! We knew we weren't to be bested. There's no riddler among us like a fungus. You were a kind. Ehrlich, das war falsch. But we're afraid our gills are sealed. Ja, super gemacht. Wenn du noch meinen Dialog durchgehst. Okay. You clearly aren't the right sort of clever. Super, dann vertraue ich dir mal. Sort of person we can entrust such secrets to for free. Then again, 2500 lovely shiny somethings might incline. Jetzt braucht man nur 2500 angeblich glänzende Edwasser. Ist doch nicht so schwer. Weißt du, könnte es sein, dass es der Schmetterling war? Jawohl. Und die Anspielung irgendwie aus einem Godzilla-Film war oder so? Da gibt's doch diesen Moss mal, das ist doch diese riesige. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das, ich glaube nicht, dass diese Welt was von Godzilla versteht. Aber es kann sein, dass es vielleicht eine Schmetterlingsart gibt, die für irgendwas bekannt ist in der Hinsicht. Es gibt auch Schmetterlinge, die haben ja so eine Augen auf den Flügeln und so. Ja, ja. Trotzdem, komisch, Ritze. Ich soll verdammt sein, wenn ich einem launenhaften Pilz auch nur ein Stück Gold überlasse. Der Pilz soll eher uns dafür bezahlen, dass wir uns dazu herablassen, mit ihm zu reden. So herzlos von dir. Fucking Pilz, ey. Das hast du gerade weggeklickt. Ich musste nur weiterklicken. Ach so, ja. So, kommt jetzt endlich der Kampf. Das reicht's mir, ey. Kackpilze. Das kriegt ihr wieder, als ihr so scheiß Rätsel stellt. Ja. Ja. Ja, los, dann brustet die mal weg. Denk daran, dass die sich vermehren, wenn du Feuer raufhaust. Was? Du schmeichelst aber auch allen und jeden, ey. Natürlich. Weißt du, so einen verkackten Was? Pilz geschmeichelt. Was machst du denn? Warum ist auch gegen alle... Stimmt, ich hab hier so einen neuen Angriff. Kann ich die versteinern hier? Oh yeah. Jetzt kommt hier der steinerne Drache. Oh, eine neue Fähigkeit. Der ist super cool. So, total geil. Auch gleich alle drei versteinert. Das ist super. Ja, das war's dann mit den Puppen auch schon. Jetzt reden sie keine Scheiße mehr, diese Kackpilze. Ja. Also sag mal so, wenn wir jetzt nicht weiterkommen, oder wenn die sterben und wieder nicht weiterkommen, dann haben wir ein Problem. Das hat irgendwelche Immunitäten, Gift immun. Der ist gegen alles in einer gewissen Art und Weise immun. Na klasse. Natürlich den einfach mal. So. 6 AP. Natürlich den erstmal hier. Oh. Sogar vergiftet. Autsch. Okay. Ja, die Pilze hauen schon rein, ey. Ja. Aber es waren nur 3, die angegriffen haben, zum Glück. Immun gegen Betäuben. Ja, es versteinert. Was erwartest du? Es versteinert. Also, was soll ein Stein betäuben? Ach. Denk doch einmal nach. Pack auf. So. Das ist dieser kleine Kackpilz hinter der Eismauer. Ja, die sind egal. So.
Oh, Madora. Macht sie irgendwas? Wäre cool, wenn Madora ihre Punkte verteilen könnte auf jemand anderen. Hm. 213 und er lebt immer noch. Nicht schlecht. Mhm. Alter Falter, was geht denn da ab, ey? Hier, den ganz linken kannst du, glaube ich, mit Feuer bekämpfen. Oder? Das ist ein Frostpilz. Wer würde ich mal vermuten, dass er Feuer anfällig ist? Hm. Problem ist. Was denn? Tust du ihn nicht? Wo komme ich hier bis hierher? Ah, bin ich gleich tot? Komm mal hier so. Einfach mal ausprobieren. Das war so klar, dass du mich erwischst. Kriegst so gar nichts hin. Aber die Eisbarriere hält gut. Ja, du bist doch extra, bist da richtig durch und lebt immer noch. Und du stampfst einfach nur rum. Warum eigentlich? Ach, hier ist überall Wasser. Aber warum ist jetzt alles überall Wasser? Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also, meine Eisbarriere steht da noch, also die ist ja nicht geschmolzen. Ja, ich weiß auch nicht genau, was das Problem war. Naja, ach, die Viecher hat noch Eis geschossen. Achso. Wie ist das geschmolzen? Was witzig, wie es war wird. Ja. Nein. Reicht jetzt nicht? Nee, ich bin zu Schritt zu weit gegangen. Oh. Von der Bewegung her sah es aus, als hättest du nur einen Schritt gemacht. Ja, das war zu weit. Und die Mauer steht. Ja. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Verdammt, ich bin betäubt. Sie wehren sich mit aller Kraft gegen die Mauer, aber... ja. Guck grad, was ich noch als nächstes mache. Oh, du bist jetzt ein warmer Bruder. Das ist ja schlimm. Oh nein. Ich meine, der Große ist tot. Der Ikari-Pilz. Ja, jetzt haben wir nur noch hier Pilze, die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Na klasse, ey. Was denn? Bewegt sich die Trolle einmal und hä? Liegt auf dem Boden. Ach so, die Madora. Ah, herrlich. Was machst du? Hey, die vermehrt sich gar nicht. Ich war überrascht. Oh, was war das denn? Keine Ahnung. Sah aus wie Funkenflug. Mein Skelett? Ach, das lebt sogar noch, aber es ist hingefallen oder was? Ja, es wurde wahrscheinlich wurde niederschlagen, dann kam auch vorhin so eine Faust von oben. Hm. Wieso bist du denn schon wieder dran? Also, wann darf ich denn hier, wenn ich mal? Oder sind meine irgendwie gelähmt? Ich durchsehe. Beschleunigung? Nö. Also Heidi stand die ganze Zeit rum. Hm. Und schaffst du es? Achso, reicht jetzt nicht oder was? Na gut, dann halt so. So viel ist da ja nicht mehr. Stimmt, du bist auch mal wieder dran. Ja, das ist total ungewohnt. Inmitten von waberndem, überall wabert es um mich herum. So gut. Ja.
Damn. Die ganze Landschaft, die zerstört wird. Aber mein Skelett war auch noch nicht dran und liegt einfach mal rum. Ja. Dank Eis. Mhm. Ja, wie Madora. Ja, Madora ruht sich halt auch aus. Ich kann ja noch weitermachen. Madora ist ermutigt, aber auch niedergeschlagen. Aber sie steht wieder. Nice. Madora ist ausgerutscht, aber ich glaube... Oh, der hat gesessen, ey. Oh ja, der war echt gut. Sind nur noch zwei da. Sauber. Ah, die wollten mich verbrennen. Oh, ich bin nicht betäubt durch dich. Erstaunlich. Aber diese Gewitterwolke sieht ja mal Hammer aus. Oh, du hast Madora betäubt. Oh, nee, jetzt ist sie betäubt. Ah ja, natürlich. Also Madora hat hier keinen guten Stand. Aber diese Gewitterwolke sieht ja mal mega cool aus. Ja, das stimmt. Sieht ziemlich cool aus. Achso, wenn man Wasser und Elektro kombiniert, dann kommt eine Gewitterwolke raus. Macht sogar so. Ziemlich cool. Eisfall auf den Kohletypen da. Yeah. Das ist so schön, wie das langsam einfriert. Ja. 238 Schaden, ey. Nicht schlecht. Nice. Weggesessen. Schön verlangsamt. Und der dritte Folge bin ich wieder dran. Ne, danach bin ich dran, theoretisch. Laut der Anzeige aktuell. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, und wir kommen ins Haus rein. Jiha! Endlich. Keine Sache. Hast du gesehen, wie der Charakter noch zuckt, als ob er echte Krankheiten hätte? Ja. So gut. Oh Mann. Sah echt witzig aus. So, dann würde ich sagen, erstmal heilen. Ja, also ja. Oh, also ich jedenfalls, ja. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich habe keinen Schaden. Ja. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir erstmal die Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir unseren Weg in das Haus hinein. Yeah. Und ich bin gespannt, was da drin so auf uns warten wird. Oh ja, das wird spannend. Also, bis dann. Cheerio. Tschüss.